Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Präsidenten Russlands und Frankreichs, Putin und Macron, haben sich angesichts der angespannten Lage an der ukrainischen Grenze dafür ausgesprochen, die diplomatischen Anstrengungen zu verstärken. In einem Telefonat vereinbarten beide laut Élysée-Palast sofortige Schritte zur Erreichung einer Waffenruhe in der Ostukraine. Internationalen Beobachtern zufolge nehmen Verstöße gegen den Waffenstillstand in der Ostukraine weiter zu. Auch heute ist es an der Kontaktlinie wieder zu Gefechten zwischen prorussischen Kämpfern und den ukrainischen Streitkräften gekommen. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld. Die Lage bleibt unübersichtlich. Derweil bringen die Anführer der Separatisten in Donetsk und Luhansk Mütter und Kinder aus den selbsternannten Volksrepubliken fort. Sie werden unter anderem in die Region rund um Woronesch in Russland gebracht. Dort heißt es, 910 Menschen sind hier angekommen, 358 davon Kinder. Wir haben 42 Unterkünfte vorbereitet, könnten aber noch weitere zur Verfügung stellen. Wir wären bereit, weitere 4.500 Menschen aufzunehmen. Es kommt auf die Situation an. Diese Räumung sei nötig, sagen die prorussischen Separatisten. Der Grund: eine Militäroffensive der Ukrainer. Diese hat der ukrainische Außenminister jedoch dementiert. Derartige Pläne gäbe es nicht. Es handelt sich um Falschinformationen. Er fordert dagegen: aus unserer Sicht gibt es jetzt schon Gründe, einen Teil der Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Das ist unsere offizielle Position. Und auch das wurde heute bekannt. Inmitten der sich verschärfenden Ukraine-Krise haben Russland und Belarus ihre gemeinsamen Militärübungen verlängert. Überschattet vom NATO-Russland-Konflikt ist die Münchner Sicherheitskonferenz zu Ende gegangen. Vertreter westlicher Staaten betonten heute noch einmal die Unterstützung für die Ukraine und drohten Moskau im Falle eines Einmarsches mit schwerwiegenden Konsequenzen. EU-Ratspräsident Michel rief heute zu einer Geberkonferenz für die Ukraine auf. Weitere Themen der vergangenen Tage waren die Corona-Pandemie und die Atomgespräche mit dem Iran. Abreise in München. Die 58. Sicherheitskonferenz geht am Mittag zu Ende. Erstmals seit Jahrzehnten waren die Russen nicht bei den Gesprächen dabei. Für viele Teilnehmer ein Zeichen dafür, dass Moskau kein echtes Interesse an Verhandlungen über den Ukraine-Konflikt hat. Aufgrund der Spannungen hatten zuvor die deutsche Verteidigungsministerin Lambrecht und ihre französische Kollegin Parly ein stärkeres Europa in puncto Sicherheit und Verteidigung gefordert. Lambrecht kündigte eine Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben an. Denn wenn ich bereit bin, mich zu engagieren, wenn ich sage, wir sind ein verlässlicher Partner, dann muss ich auch dafür sorgen, dass die entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen. Der EU-Ratsvorsitzende Michel bezweifelte die Dialogbereitschaft des Kreml. Klar sei aber, dass Putin sich verkalkuliert habe. Die russische Aggression stärke die Einheit des Westens. Man hat gehofft, einen Keil zwischen uns zu treiben, das Bündnis zu schwächen und uns auseinander zu dividieren. Aber genau das Gegenteil ist eingetreten. Unsere Einheit hat sich nur weiter verfestigt, sowohl innerhalb der EU als auch über den Atlantik hinweg. Nach Ansicht von NATO-Generalsekretär Stoltenberg plant Moskau weiterhin einen Angriff auf die Ukraine. Die Russen würden versuchen, einen Vorwand zu schaffen, sagte er in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Wir sehen, dass Russland versprochen hat, sich zurückzuziehen, aber Russland hat den Aufmarsch weiter gesteigert, mehr Truppen an der Grenze stationiert. Zum Ende der Sicherheitskonferenz kündigte der EU-Ratsvorsitzende Michel eine großzügige finanzielle Unterstützung für die Ukraine an. Die EU wolle 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Eckhard Querner in München. Haben die Staaten der EU und der NATO auf der Sicherheitskonferenz ihre Haltung gegenüber Russland noch einmal nachjustiert? Ja, hier in München ist also wirklich offen diskutiert worden und es ist ganz klar, der Westen steht geschlossen zusammen in der Auseinandersetzung mit den Russen. Es gibt eine Doppelstrategie der westlichen Allianz, das ist Druck
Und das ist Dialog. Der Druck bedeutet Sanktionen. Und Dialog ist einfach das Zeichen, gesprächsbereit zu sein mit den Russen. Was natürlich ein großer Mangel hier war an der Konferenz. Wir haben es gerade schon gehört, die Russen hatten keine offiziellen Regierungsvertreter hergeschickt. Wurde auf der Konferenz deutlich, wie denn aus Sicht der Teilnehmer eine Lösung des Konfliktes aussehen könnte? Eine Lösung zu finden ist sehr schwer, und in vielen Reden haben wir gehört, dass jetzt die Fäden wirklich in Moskau zusammenliegen und dass Moskau jetzt die Möglichkeit hat zu reagieren, entweder zu eskalieren oder zu deeskalieren, in jedem Fall die Gesprächsangebote des Westens wahrzunehmen. Wir haben auch schon gehört, der Staatspräsident von Frankreich, Macron, und Staatschef Putin haben heute telefoniert. Bei ähnlichen Ankündigungen Russlands waren hier Teilnehmer extrem skeptisch. Zu oft ist quasi das Vertrauen, das der Westen in Russland gesteckt hat, missbraucht worden. Russland hat viel Vertrauen verspielt, etwa dadurch, dass Truppenabzüge an der Grenze zur Ukraine angekündigt wurden und die dann nicht nachfolgten. Und heute ist ja genau das Gleiche passiert in Belarus, wo einfach die russischen Truppen weiterhin bleiben, trotz des angekündigten Abzugs. Vielen Dank, Eckhard Querner, nach München. In Kanadas Hauptstadt Ottawa hat die Polizei die wochenlangen Proteste gegen die Corona-Politik weitgehend aufgelöst. Hunderte Einsatzkräfte räumten Straßenblockaden nahe des Parlaments. Dutzende Fahrzeuge wurden abgeschleppt und zahlreiche Menschen festgenommen, darunter auch mehrere Anführer der Belagerung. Die Proteste richteten sich zunächst gegen die Impfpflicht für Lkw-Fahrer, die aus den USA zurückkehren. Später dann gegen den Kurs der kanadischen Regierung in der Pandemie. Um Straßen und den Platz vor dem kanadischen Parlament zu räumen, ging die Polizei gestern mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen die Demonstranten vor. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Später rückten auch Pferdestaffeln an. Es gab keinen Hinweis. Sie kamen mit voller Stärke. Es waren Scharfschützen auf den Dächern des Parlaments. Das ist absolut ekelhaft. Das ist extrem. Das ist nicht Kanada. Das ist Diktatur. Die Polizei verteidigte ihr Vorgehen. Die Polizisten haben Geduld und Professionalität gezeigt. Sie sind gut ausgebildet und erfahren. Die Demonstrationen hatten vor 3 Wochen begonnen. Ursprünglich hatten Lkw-Fahrer gegen die Impfvorschriften bei Grenzübertritten in die USA protestiert. Dann schlossen sich immer mehr Menschen den Protesten an. Am Ende richteten sie sich allgemein gegen die Corona-Politik der Regierung. Der Interimspolizeichef von Ottawa warnte die Demonstranten gestern. Diese Demonstration ist zu Ende. Geht nach Hause, sonst werden wir euch von der Straße entfernen. Laut Behörden wurden 170 Personen festgenommen und 53 Fahrzeuge abgeschleppt. Noch immer ist der Platz nicht ganz geräumt. Die Olympischen Winterspiele in Peking sind mit einer großen Abschlussfeier zu Ende gegangen. Die olympische Flamme ist erloschen. IOC-Präsident Bach appellierte in seiner Abschlussrede an die internationale Politik, sich ein Beispiel an Solidarität und Frieden unter den Athleten zu nehmen. Geprägt war der Wettbewerb von strengen Corona-Beschränkungen und politischen Debatten. Ein buntes Abschlussfest der Winterspiele. Peking inszeniert Vielfalt und Weltoffenheit. Doch die kommunistische Führung unter Staatschef Xi Jinping steht international in der Kritik. Etwa wegen Menschenrechtsverletzungen und der Verfolgung von Minderheiten. Mehrere Regierungen wie die der USA haben die Winterspiele diplomatisch boykottiert. IOC-Präsident Bach voll des Lobes. Mit wirklich außergewöhnlichen Olympischen Winterspielen in Peking 2022 heißen wir China als Wintersportnation willkommen. China as a winter sport country. Für politische Beobachter sind die Winterspiele auch ein Propagandainstrument der kommunistischen Führung. Aus einer Vogelperspektive heraus betrachtet hat sich die chinesische Regierung erfolgreich als Krisenmanager, als politische Weltmacht und auch als erfolgreiche Sportnation in Szene setzen können. Von daher, summa summarum, haben diese Olympischen Winterspiele die chinesische Regierung gestärkt. Dabei waren es streng abgeschottete Spiele in der sogenannten Olympischen Blase. Mit einem strikten Null-Covid-Kurs, ohne Kontakt zu den Menschen draußen im Land.
Längst nicht alle in China begeistern sich für Wintersport. Menschen haben unterschiedliche Hobbys und Wintersport ist in China im Vergleich zu anderen Sportarten nicht so verbreitet und beliebt. Es waren Winterspiele mit vielen Widersprüchen, die heute in Peking zu Ende gegangen sind. Daniel Sattra in Peking. Wie wurde Olympia 2022 denn im Land selbst wahrgenommen? Ja, was die Zuschauerzahlen hier angeht, die Fernsehzuschauerzahlen, da vermeldet das IOC, dass es hier einen Rekord bei Winterspielen in China gegeben hat. Es sollen allein in der ersten Woche 600 Millionen Chinesinnen und Chinesen eingeschaltet haben. Jetzt ist das natürlich mit so Zahlen der Superlative in einem Land mit 1,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern so eine Sache. Und wenn man dann sieht, 600 Millionen innerhalb von einer gesamten Woche, dann ist das dann doch wieder nicht so überraschend hoch. Und mein Eindruck persönlich im Gespräch mit Leuten hier in Peking war, dass sich schon einige für die Winterspiele interessieren, aber ganz viele auch nicht, weil sie mit Wintersport nichts am Hut haben, weil sie noch nie Skilaufen oder Eislaufen waren und insofern eher ein gemischtes Bild. Was man aber schon sagen kann, dass das für Staats- und Parteichef Xi Jinping Rückenwind ist in einem politisch wichtigen Jahr, denn im Herbst, da kommt ein großer Parteitag, wo Xi Jinping nach 10 Jahren in eine dritte Amtszeit gehen will und eine erfolgreiche Winterspielbilanz, die er jetzt vorweisen kann, das stärkt ihn natürlich innerhalb der Partei. Natürlich wird hier nicht in freien Wahlen über den Präsidenten abgestimmt, das macht die Kommunistische Partei allein unter sich aus. Aber wie gesagt, Widersacher haben es jetzt schwer. Eine erfolgreiche Winterspielbilanz bedeutet, an der Macht von Xi Jinping kann hier keiner rütteln. Vielen Dank, Daniel Sattra in Peking. Auch am letzten Tag der Winterspiele gab es noch Wettbewerbe. Dabei holten die deutschen Viererbobfahrer Gold und Silber. Ebenfalls Silber ging ans Alpinteam. Insgesamt landete Deutschland mit 12-mal Gold, 10-mal Silber und 5-mal Bronze im Medaillenspiegel auf Platz 2 hinter Norwegen. Goldener Abschluss fürs deutsche Bobteam. Francesco Friedrich gewann nach dem Sieg im Zweier auch im Viererbob Gold. Silber ging ebenfalls an Deutschland, an Johannes Lochner. Francesco Friedrichs Sieg historisch. Als erster Bobpilot holte er zum zweiten Mal das olympische Doppelgold. Insgesamt gab es im Eiskanal von Peking kaum ein Siegerfoto ohne Schwarz-Rot-Gold. 9 seiner insgesamt 12 Goldmedaillen holte Deutschland im Rodeln, Bob und Skeleton. Respekt und vielen Dank an euch. Ihr habt das megamäßig gemacht. Das deutsche Alpin-Team feierte dagegen heute das erste und einzige Edelmetall. Im Mannschaftswettbewerb unterlag Deutschland im Finale Österreich. Silber, die erste deutsche Alpinmedaille seit 8 Jahren. Auf Skiern hatte zuvor in Peking nur Daniela Mayer im Skicross nach dramatischem Finish Bronze gewonnen. Einer der emotionalen Momente dieser Spiele. Genau wie die Goldmedaille des Kombinierers Vinzenz Geiger im Einzel nach beeindruckendem Zielsprint. In der Staffel rettete Geiger seinem Team zudem Silber. Erik Frenzel war nach seiner Corona-Quarantäne entkräftet eingebrochen. Die größte Überraschung wohl, das Langlaufgold für Katharina Hennig und Viktoria Karl. Ja, hast denn du die Pfanne heiß? Hast denn du die Pfanne heiß? Es ist Gold! Beobachtet und gefeiert von den Biathletinnen nach deren Staffelbronze. Die Biathleten blieben insgesamt trotz Denise Hermanns Einzelgold hinter den Erwartungen zurück. In schlechter Erinnerung bleibt die Disqualifikation von 4 Nationen, darunter Deutschland, im ersten Mixed-Skispringen bei Olympia wegen zu großer Anzüge und das Drama um Kamila Valjeva. Das 15-jährige russische Eiskunstlauf-Wunderkind durfte trotz positiver Dopingprobe starten, konnte dem Druck aber nicht standhalten. Und hier noch die Wetteraussichten. In der Nacht gebietsweise Gefahr von Orkanböen. Morgen zeitweise Regen, im Bergland Schnee, daneben freundliche Abschnitte. Noch teilweise schwere Sturmböen, 2 bis 10 Grad.